und haltet euch fest, auch der Ausbau des Breitbands und der digitalen Infrastruktur sei ja quasi abgeschlossen in der nächsten Legislatur. Was soll denn dann ein Digitalministerium noch machen? Lol. Herzlich willkommen zu einem neuen Videoausschussreport zum Digitalausschuss vom 23. Juni 2021. Das ist der 44. Videoausschussreport, den ich für euch mache. Auch diesmal werdet ihr nicht alles vom Digitalausschuss hören, denn wir hatten sage und schreibe 50 verschiedene Tagesordnungspunkte, denn es ist ja letzte Sitzungswoche und in der letzten Sitzungswoche einer Legislatur muss noch sehr viel rein in diese Tagesordnung. Viele dieser Tagesordnungspunkte waren aber schlicht Kenntnisnahmen, zum Beispiel von 20 verschiedenen europäischen Dokumenten, die man ehrlich gesagt gar nicht schafft, alle im Detail anzugucken. Und auch bei den anderen 30 Tagesordnungspunkten gab es eigentlich keine Debatte dazu, weil es technisch in die Zeit nicht hineingepasst hat. Wir hatten stattdessen drei Gäste zur Befragung im Ausschuss. Das war einmal der Abschiedsauftritt vom Bundesinnenminister, zukünftig Ex-Bundesinnenminister Horst Seehofer. Und es war der CIO des Bundes, der auch CIO des Bundesinnenministeriums ist, Markus Richter zu Gast und seit Februar neu im Amt der CIO des Bundesfinanzministeriums. Ich fange mal an mit Horst Seehofer, der am Anfang eine recht lange kleine Rede gehalten hat, in der vor allem sein großartiges Ministerium und alles, was sie so erreicht haben, gelobt hat. Selbst für das Online-Zugangsgesetz hatte er eigentlich nur Lob übrig. Er fand auch, dass wir im Bereich Cybersecurity auf einem weltweit super großartigen Stand sind. Nur noch nicht genug Überwachung hat er leider durchgekriegt. Das ist noch eine Baustelle für die nächste Legislatur. Da hofft er, dass dann endlich Hackback kommt und ein bisschen mehr Sicherheitslücken haben dürfen und so weiter. CDU, raus aus der Regierung, kann ich da nur sagen, selbst wenn Seehofer selber nicht mehr dabei sein sollte. Ich habe Seehofer mal gefragt, wie er sich eigentlich den merkwürdigen Widerspruch erklärt zwischen den Behauptungen von CDU-CSU-Abgeordneten im Plenum und der Aussage des Verfassungsschutzpräsidenten Haldenwang, man bräuche für den frisch verabschiedeten Staatstrojaner, den ja auch 19 Geheimdienste jetzt nutzen sollen, überhaupt keine Sicherheitslücken. Man geht ja nicht mehr durch die Hintertür, man geht jetzt durch die Vordertür. Man zwingt also IT-Unternehmen, Schadsoftware auf die Geräte zu laden. Eigentlich hat das niemand geglaubt. Also die ganze IT-Sicherheits-Community ist der festen Überzeugung, man will diese Sicherheitslücken. Und das steht auch drin in der Cybersicherheitsstrategie des Innenministeriums, dem der Verfassungsschutz ja nachgeordnet ist. Und diese Strategie sollte der Verfassungsschutz auch kennen. Da steht ein ganzes Kapitel drin zu sogenannten Zero-Day-Schwachstellen, also noch unaufgedeckten, unveröffentlichten Schwachstellen. Die Reaktion von Seehofer war wirklich Gold. Der hat gesagt, das hat der Haldenwang gesagt, das glaube ich nicht. Kam aus dem Bauch raus. Natürlich haben gleich ganz viele Abgeordnete im Raum bestätigt, doch, 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 das hat er so gesagt. Kann man auch im Protokoll nachlesen. Auch was die Abgeordneten im Plenum gesagt haben, kann man nachlesen. Jedenfalls ließ Seehofer keinen Zweifel daran, dass man solche Schwachstellen braucht. Und zwar am besten mehr davon, weil sonst ist die Polizei ja blind und taub. Dieses Going Dark-Bild wurde da wieder gespielt. Stimmt natürlich nicht, denn noch nie hatte die Polizei so viele digitale Daten für Überwachung zur Verfügung wie jetzt. Und es gibt jede Menge anderer Methoden, Verbrecher zu verfolgen, ohne dass man die IT-Sicherheit der gesamten Welt damit gefährdet und damit zum Beispiel auch deine und meine, die der Wirtschaft, die der Verwaltung, die in Krankenhäusern, das darf nicht sein. Dass er sich am Ende dann aber da, wo es drauf ankommt, gar nicht genug um IT-Sicherheit kümmert, wurde bei meiner nächsten Frage deutlich. Ich habe nämlich darauf Bezug genommen, dass es eine zunehmende Bedrohungslage für Ransomware gibt, die ganz besonders empfindliche digitale Verwaltungen und Universitäten betreffen kann, weil die oft so schlecht ausgestattet sind, veraltete IT haben und die IT-Sicherheitskompetenz eher so unterdurchschnittlich ausgeprägt ist. Was ist denn die Strategie des BMI, mit dieser steigenden Bedrohungslage bei Ransomware umzugehen? Seine Antwort war kurz und knackig, null Toleranz gegenüber Ransomware. Stellt euch mal vor, ihr seid ein Krankenhaus und plötzlich kriegt ihr so ein Mail, in dem drin steht, alles ist verschlüsselt, du kommst an deine ganzen Datenbanken nicht mehr ran, keine Patientendaten, nix.
Und irgendjemand sitzt da auf irgendwelchen Inseln ganz weit weg, du weißt auch nicht, wer es ist, und der sagt, wenn du Bitcoin bezahlst, kriegst du deine Daten wieder. Und Seehofer sagt, kein Problem, ich helfe dir, null Toleranz. Ja, viel Spaß im Krankenhaus, kann ich da nur sagen. Ich habe also nochmal nachgefragt, ja wie, mit Prävention und Schutz davor, dass sowas passiert, da macht man nichts. Da ruderte er natürlich leicht zurück und sagte, ja doch, doch, das volle Programm, Prävention, Aufklärung und null Toleranz. Naja, also ich würde mal sagen, es gibt keine Strategie. Der allerlustigste Moment kam allerdings, als jemand, ein anderer Abgeordneter, ihn gefragt hat, wie er denn zum Thema Digitalministerium steht. Da hat er gesagt, ja, Digitalministerium, nächste Legislatur soll die neue Regierung entscheiden, aber er weiß eigentlich gar nicht so genau, was das Digitalministerium noch machen soll, weil man ja in dieser Legislatur so wahnsinnig weit gekommen sei. Mit dem OZG zum Beispiel, also der Digitalisierung der Verwaltung, so weit sei man gekommen. Und haltet euch fest, auch der Ausbau des Breitbands und der digitalen Infrastruktur sei ja quasi abgeschlossen in der nächsten Legislatur. Was soll denn dann ein Digitalministerium noch machen? Lol. Man musste sich wirklich sehr beherrschen. Der war echt gut. Der war echt gut. Frage mich, ob er in irgendeinem anderen Land im Urlaub war und Deutschland vielleicht mit Rumänien verwechselt hat oder so. Oder mit Spanien. Da haben 80% der Haushalte tatsächlich Glasfaser bei sich zu Hause liegen. Und in den nächsten 3 bis 4 Jahren wollen die das bei 100% erreichen. Vielleicht sollte irgendjemand Seehofer mal verraten, dass wir in Deutschland nicht mal 15% erreicht haben bei der Versorgung von Haushalten mit Glasfaser zu Hause. Ich frage ja immer mal auch auf Twitter, ob jemand noch Fragen für mich hat für den Digitalausschuss. Manchmal kommen auch solche Fragen von ganz alleine auf mich zu. Unter anderem hat mir Julia Probst eine geschickt auf Twitter, sehr bekannt als ein Augenschmaus. Die hat nämlich vor ein paar Tagen eine sehr unangenehme Erfahrung gemacht, als sie nachts einen Notruf gebraucht hat. Julia Probst ist gehörlos und wenn eine gehörlose Person einen solchen Anruf machen muss, dann gibt es einen vermittelten Videochat, wo man also mit einer Person über Video Gebärdendolmetschen kann und diese Person wiederum ruft dann da an, wo man gerne anrufen möchte und übersetzt quasi simultan Gebärdensprache, Audiosprache und zurück. Da hat sie also die Polizei anrufen lassen und wollte wissen, was sie in dieser Notlage machen soll. Und in dieser Polizeidienststelle in Baden-Württemberg hat man das für einen Scherzanruf gehalten, hat diese arme Gebärdendolmetscherin die ganze Zeit angeschrien und faktisch nicht geholfen. Das ist natürlich eine ganz fiese Variante von fehlender Barrierefreiheit. In einem Notfall sollte niemandem in Deutschland so etwas passieren. Insofern habe ich Julias Frage gerne an Seehofer weitergegeben und habe ihn gefragt, warum gibt es denn keine 110-Nummer, die man als Videochat direkt selber anrufen kann, wo man gar keine Übersetzung, die ja auch Zeit kostet, dazwischen schalten muss? Darauf hat er gar nicht so direkt geantwortet, denn er war also fast ein bisschen angegriffen und hat gesagt, also das kann es eigentlich gar nicht geben. Gerade die Einsatzzentralen sind super hochqualifiziert, können mit all diesen Fällen umgehen. Er möchte sich diesen Fall aber persönlich genauer angucken. Er will das nachverfolgen und ich habe ihm dann, bevor er den Raum verließ, auf einem Zettelchen auch alle notwendigen Daten zur Verfügung gestellt. Ich hoffe, dass er sich darum kümmert, denn dafür sollte schon gesorgt sein, dass jeder Mensch in Not in Deutschland auch Hilfe bekommen kann. Befragt habe ich Seehofer auch zu einem meiner Schwerpunktthemen, nämlich digitale Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Da war in einer Anhörung von Sachverständigen vorgeschlagen worden, dass es doch eigentlich dringend ein Lagebild bräuchte, weil man viel zu wenig weiß über die Situation von Frauen und wie breit und tief das Ausmaß von Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Deutschland ist. Ich wollte wissen, wie Seehofer dazu steht. Er sagte ganz deutlich, das BMI steht absolut dahinter und in der letzten Woche bei der Innenministerkonferenz hätte man auch einen Durchbruch erreicht, was die Erfassung von frauenfeindlichen Straftaten in der Kriminalstatistik angeht. Er sagt, wenn man solche Daten dann künftig hat, kann man auch ein jährliches Lagebild erstellen. Da bin ich ja mal gespannt, hört sich nicht verkehrt an. Im anschließenden Gespräch mit den beiden CIOs vom Finanzministerium und vom Innenministerium ging es ganz stark um das Thema digitale Souveränität. Immer wieder war die Rede davon, was braucht man denn eigentlich als Verwaltung im digitalen Feld, um digital souverän zu sein? Und immer wieder fiel das Schlagwort Open Source. So war zum Beispiel die Rede davon, eine Hybrid-Cloud-Strategie zu verfolgen.
eine Cloud, die in Kooperation mit Microsoft aufgebaut wird und eine Cloud, die national, unabhängig, Open Source sein soll und nichts mit irgendwelchen amerikanischen Konzernen zu tun hat. Das klingt sehr interessant. Die eine wird allerdings schon pilotiert, das ist überraschenderweise die Microsoft Cloud. Die andere ist noch eine Vorstellung, aber es ist trotzdem neu, dass es diese Vorstellung überhaupt gibt. Und es wurde auch gesagt, dass 2025 Microsoft ja alle seine Dienste in die Cloud verlegen will. Dann hat man also keine Microsoft-Programme mehr bei sich selber auf der Festplatte drauf und alles liegt irgendwo in der Wolke, wo möglicherweise irgendwer aus der Wolke, ihr wisst schon, Geheimdienste, USA und so, darauf eventuell zugreifen kann. Das wurde klar und deutlich gesagt, dass vorher Bundesdatenschutzbeauftragter und BSI ganz genau angucken werden, sind die Rechenzentren in Deutschland und sind sie außerdem so abgekoppelt, dass keine Daten abfließen können an irgendeinen amerikanischen Geheimdienst. Nur wenn diese beiden Behörden sagen, ja, das ist sicher, wird es eine solche Cloud in Kooperation mit Microsoft oder anderen US-Hyperscalern geben. Wenn nicht, dann nicht. Da darf man also sehr neugierig sein, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Dieser sogenannte nationale Open-Source-Hyperscaler Made in Germany, der war gleich nochmal für eine Nachfrage gut, nämlich wie kommt der denn auf die Welt? Da stellte sich dann heraus, dass es im Moment nur eine Idee ist und man braucht auch da ja kooperierende Unternehmen aus Deutschland, die dabei mitmachen. Das wird ja nicht die Verwaltung der Hyperscaler selber sein, aber die Wirtschaft kann so etwas nur in Kooperation mit der Verwaltung entwickeln, wenn es dafür auch Ankerkunden gibt, die aus der öffentlichen Verwaltung kommen müssen. Und wenn man sich mal überlegt, wir haben ganz viele Landesministerien, Landesbehörden, Bundesministerien, Bundesbehörden, auch riesengroße wie Deutsche Rentenversicherung, Arbeitsagentur mit wirklich großen Datenverarbeitungen hintendran. Wir haben 12.000 Kommunen, überall haben wir Schulen, Tausende von Schulen. Alle die könnten eine sichere nationale Open-Source-Cloud benutzen, die BSI geprüft ist. Das wären genug Ankerkunden, um sowas möglich zu machen, denn sowas muss groß sein, damit es eine Chance hat, gegen die anderen zu bestehen. Also es ist erstmal eine politische Entscheidung, Aufklärungsarbeit und es verlangt über föderale Grenzen hinweg erfolgende Kooperation. Markus Richter beschrieb übrigens, dass er mit Bremen zusammen gerade einen Open-Source-Arbeitsplatz für Beamte entwickelt. Das fand ich besonders interessant, denn natürlich geht es nicht bloß um große Rechenzentren und Clouds und so weiter. Es geht ja auch um das, was man so im Alltag am eigenen Arbeitsplatz benutzt. Und wenn es da eine funktionierende, gute Alternative gibt, die geprüft, bewährt und in die Verwaltung integriert ist, wäre das eine gute Sache. Die Software existiert ja, also Open Office und solche Geschichten. Das alles miteinander zu verbinden, halte ich für eine gute Idee und wünsche diesem Projekt viel Erfolg. Kooperation ist ein ganz gutes Stichwort, denn sowohl Markus Richter als auch Harald Joos aus dem BMI und BMF lassen zumindest in meiner Wahrnehmung einen anderen, einen neuen Führungsstil erkennen, der deutlich kooperativer ist und weniger siloartig, als man das sonst so aus Ministerien kennt. Das ist deshalb absolut relevant, weil ich halte dieses Silo-Denken für eine der größten Barrieren bei der Verwaltungsdigitalisierung. Und dass Harald Joos, neu im Amt seit Februar, zum Beispiel jede Woche einen Joe Fix mit dem Innenministerium eingeführt hat, das ist eine gute Sache. Und Markus Richter hat erzählt, dass er einen GovTech-Campus gründet. Diese Woche soll er noch gegründet werden, was so eine Art Coworking-Space für Ministerien sein soll, aber als Verein gegründet wird, damit es leichter ist, auch die Länder dort mitmachen zu lassen. Und dass da zum Beispiel in so einer Art Coworking für Ministerien MitarbeiterInnen aus unterschiedlichen Ministerien an ähnlich gelagerten Projekten dann aber räumlich nah beieinander arbeiten können, das wäre wirklich mal geradezu revolutionär. Das könnte zu diesem kulturellen Wandel beitragen, den wir brauchen, um endlich schneller voranzukommen. Markus Richter hat übrigens auch ein Fazit gezogen zu der Legislatur, war nicht ganz so blauäugig wie Seehofer, hat also nicht rumgeheuchelt, natürlich auch aus seiner Sicht Erfolge genannt, aber auch ganz klar gesagt, im Bereich Open Data muss es noch viel weitergehen. Da könnt ihr euch mal meine Rede angucken, die ich zu dem Thema
fast gehalten habe, aber es wäre nachts um 2 gewesen und da geben wir dann im Interesse auch der MitarbeiterInnen im Bundestag Reden zu Protokoll, denn sie würden sonst bis früh um 7 da sein müssen. Das kann ja kein Mensch, auch keine Abgeordneten. Also lest sie euch durch, wird da unten verlinkt in der Infobox. Und auch beim Online-Zugangsgesetz war Markus Richter deutlich kritischer als Seehofer und hat gesagt, da müssen wir noch weitergehen. Zum OZG habe ich Markus Richter auch noch ein paar Sachen gefragt, die mir auch von der Internet-Community zugetragen worden sind. Zum Beispiel stehen im OZG seit 2 Jahren irgendwelche Sicherheitsrichtlinien drin, die man berücksichtigen muss, wenn man OZG-Dienstleistungen digitalisiert. Die gibt es aber gar nicht öffentlich. Da wird seit 2 Jahren entwickelt und keiner weiß, ob er da konform ist oder nicht. Also habe ich gefragt, wann kommen die denn endlich lesbar in die Welt? Und da hieß es, die Ressortabstimmung ist jetzt nach 2 Jahren sozusagen abgeschlossen und in der nächsten Zeit ist mit einer Veröffentlichung zu rechnen. Es gibt nämlich ein Dashboard des BMI, hier könnt ihr mal einen Blick drauf werfen, das den Fortschritt der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes zeigen soll, wo zurzeit ja bekanntlich 315 Dienstleistungen schon online sein sollen. Aber im letzten Report habe ich euch schon erzählt, dass nur 45 davon tatsächlich Ende zu Ende digital sind. Was soll denn das, wenn man nicht mal die tatsächliche Zielerreichung kennt? Wann, habe ich gefragt, werden denn die einzelnen Reifegrade wirklich erkennbar sein für jede einzelne der 575 Dienstleistungen? Da ist er auch dran, hat er gesagt. Dieses Dashboard wird also überarbeitet. Wann das fertig sein soll, konnte er nicht sagen. Aber irgendwann wird es nicht mehr so aussehen, sondern da könnt ihr dann die Reifegrade sehen. Und sein Ziel ist sogar, dass man für jeden eigenen Landkreis erkennen kann, ob dort eine Dienstleistung digital verfügbar ist. Das war es in etwas epischer Breite zum Abschluss. Ich hoffe, ihr habt trotzdem bis zum Schluss durchgehalten. Und ich habe jetzt auch noch mal ein paar Fragen an euch. So ein Digitalausschussreport ist mehr Arbeit, als ihr vielleicht so denkt, für mich und meine MitarbeiterInnen. Deshalb wüsste ich gern von euch, macht es Sinn? Zieht ihr da was draus? Gebt mir da mal Feedback und gerne sagt mir auch, was soll ich denn anders machen oder was soll ich unbedingt beibehalten? Ist er zu lang? Macht ihr irgendwo was tiefer? Was wollt ihr und was schätzt ihr? Dann kann ich das berücksichtigen, wenn ich wieder da sein werde in der nächsten Legislatur im Bundestag. Ihr könnt übrigens dazu beitragen, 2 Stimmen für die Linke, dann komme ich auch rein. Auf Wiedersehen und bis hoffentlich zum nächsten Mal.